So, das ist ja nochmal. Eine mache ich heute Abend noch. Weil wir gerade ganz gut hier. Vielleicht ganz gut im Flow sind. Wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen zögerlicher geworden. Ne? So, es gibt einfach Sachen, wo ich nicht mehr so reinhaue. Oder nicht mehr so radikal bin. Zusammenfassung der Neptun-Scans. Unsere Kommunikationssysteme haben schwache Signale entdeckt, die von einer alten Hyperlux-Station auf Triton, dem größten Mond des Neptuns, ausgehen. Die Analyse der Signaldaten hat Berichte über öffentliche Unruhen, Probleme bei der Lebensmittelversorgung und häufige Verweise auf den Namen Ulxis zutage gefördert. Übertragung von der Calypso. Wir haben die Tiaki-Station betreten. Sie wurde fast vollständig demontiert. Die Bewohner müssen ein gutes Leben geführt haben, als die Station in ihrer Blütezeit war. Dieser Ort ist riesig. Wir haben einen versiegelten Raum gefunden, der durch schwere gepanzerte Sprengtüren geschützt ist. Es gibt Anzeichen auf erfolglose Zutrittsversuche. Tasnime Zenati empfiehlt den Einsatz von Sprengstoff. In Anbetracht des Zustandes der Station halte ich persönlich dies für eine schlechte Idee. Gut. Entnehme der Station alles Brauchbare. Löse einen strukturellen Einstoß aus und sammle ein, was noch übrig ist. Versuche den Raum mit Sprengstoff zu öffnen. Verwende Ulix biometrische Daten, um die Tür zu öffnen. Ja, das klingt doch eigentlich am vernünftigsten. Verlasse die Station und kehre später zurück. Das Team der Calypso nutzt ausgezeichnete Probendaten von Ulix Leichnam aus der SMK-Anlage, um die Berechtigung zum Öffnen der Tür. Das machen wir doch. Das klingt doch eigentlich nach gar keinem Risiko. Es klingt danach. Neun Besatzungsmitglieder starben. Wir haben die Crew-Kapsel, die 500. Erfolgreich. So, dann können wir dem einen Schiff jetzt sagen, es soll es immer noch nicht. Ja, die brauchen wir. Wo ist das Schiff? Wo ist das Bergbauschiff denn? Was macht es denn die ganze Zeit? Hier ist es unterwegs. Okay, wir müssen dem Bergbauschiff sagen, es soll primär Polymer holen. Fahr mal darüber, genau, mach mal darüber, mach das mal fertig. So, und dann müssen wir dem Transportschiff sagen, es soll primär das Zeug holen. So, hier reicht erstmal. Hier reicht auch. Hier wären noch 50 Nahrung. Die können wir uns bei Gelegenheit auch mal mitnehmen hier. Da ist die Nahrung, da ist die Nahrung. Und dann haben wir noch Chips hier drüben auch. Na gut, da würde er weit fliegen, ne? Aber wir schauen mal jetzt, was er jetzt macht. Vielleicht ist er nicht so doof, wie wir denken. Aber das mit dem Essen scheint jetzt tatsächlich ganz gut zu laufen mit der Nahrung. Na, das traue ich mir eigentlich nicht. Aber alle Sektoren haben eigentlich genug Nahrung jetzt gerade.
So, müssen wir schauen, wo ist es am schlimmsten gerade? Unzufrieden, unzufrieden, wütend in Sektor 2. Also eigentlich muss der hier fertig werden. Den brauchen wir nicht. Machen wir den hier erstmal. Gut. Ich traue mich gar nicht, mich zu freuen, aber jetzt gerade habe ich tatsächlich den Eindruck, als wenn es gar nicht so schlecht läuft. So. Jetzt tatsächlich das größte Problem, dass ich gar nicht das Polymer gar nicht lagern kann. Und vor allen Dingen nochmal einen. Also hier haben wir. Das braucht 5 jetzt gleich. Dann bleiben 2 übrig. Das heißt, ich muss nochmal irgendwo was ausschalten. Was wir gerade nicht brauchen. Das hier zum Beispiel. So. Und dann kann ich das nämlich einschalten. Sonst haben wir nämlich gar nichts, wo wir das lagern können. So, dann schauen wir uns gleichzeitig nochmal an. Wie sieht es hier mit den Leuten aus? Es geht ja jetzt ratzfatz hoch. Bevölkerung 304, Häuser für 300 aber nur. Das heißt, wir müssen mal Nicht-Arbeitskräfte ein bisschen verschieben. Zum Beispiel hier rüber. So, wir verschieben jetzt von Sektor 2 in Sektor 1 Nicht-Arbeitskräfte. Und zwar einfach mal. Sagen wir mal so 30. So. Weil da sind genug Häuser da, hier nicht. A science ship team has completed a task. Zack. No more resources available to mine. So, jetzt hat der nichts mehr zu meinen, aber... Ach, hat er wirklich alles weg? Okay, dann können wir vielleicht nochmal... nochmal eine Sonde schicken für Polymer. Polymer ist ja das nächste große Ding hier. Guck mal, hier ist nochmal ein riesen Eisenvorkommen, das ist super. Vielleicht können wir doch noch ein bisschen hier bleiben. Hier ist irgendwas. Wo war das? Hier. Bin ich recht weit weg jetzt, aber... Hier ist auch noch. Hier, nehmen wir das. Das geht. Und weiter. So, da kommt jetzt das Polymer. Dann fahren wir jetzt die Fabrik hoch. Dann 2 übrig. Läuft. So, hier drüben müssen wir jetzt natürlich was haben, wo wir das Zeug reinpacken können. Und das ist jetzt nicht so einfach. Ich glaube, dass daran wird es jetzt scheitern. Weil wir brauchen jetzt erstmal was, wo es hinkommt, damit es hier produziert werden kann. Und dann muss das Zeug ja noch irgendwo rein. So, und dafür brauchen wir jetzt nun mal schon wieder noch einen zusätzlichen nochmal 2 Punkte irgendwo, dass wir irgendwas ausschalten können. Schwierig. Schwierig, schwierig. Hier brauchen wir gerade kein Polymer, ne? Okay. Dann machen wir jetzt den wieder auf und machen das Polymer hier rein. So, Polymer wird... Also das hier kommt in Sektor 1 kommt es an. So, in Sektor 1 brauchen wir aber keins, sondern wir brauchen es in Sektor 6
In Sektor 6 wird es dann produziert. Und dann das Polymer wird in Sektor 6 produziert und soll dann in Sektor 1. So, was ist das? Jetzt eingestellt. So, also, das Zeug kommt an in Sektor 1. Sektor 1 brauchen wir nicht, aber wir brauchen das volle Pulle in Sektor 6. Da wird es nämlich dann aus dem Lager genommen und in die Fabrik gebracht. In der Fabrik wird es zu Polymer verarbeitet. Und dort brauchen wir dann einen Lagerbestand von 0, weil es soll dann alles in Sektor 1 gelagert werden. Okay, so, jetzt passt es. So, jetzt darf kein Streik kommen. Power Supply overload. Irgendwo haben wir jetzt hier noch was dazu bekommen, womit wir nicht gerechnet haben. So, wir nehmen einfach mal ein Haus weg. Reicht scheinbar nicht. Power restored. Das ist ein Hin- und Hergeschieben gerade. Population transfer complete. Gut. Schauen wir uns das nochmal an. Das passt jetzt hier. So, und jetzt würde ich hier das nämlich schon mal in Auftrag geben. Das Solarmodul. Und dann wird das hoffentlich dann auch... An accident has occurred in the tycoon. Ein Accident. Ein Accident. Da ist es passiert. Okay. So, hier ist sogar gerade ein Plus. Verrückte Sache. A probe has completed its scan. So, ach so, und hier drüben können wir jetzt Dekrete machen. Und zwar, wir sehen das hier, ja? Wir sind jetzt in Sektor 2 und können jetzt zum Beispiel sagen, Propaganda. Stabilität plus 1, Stabilität plus 2. Ja? Dann haben wir hier Nahrung. Erhöhen. Damit können wir auch noch die Stabilität erhöhen. Dann haben wir die Arbeitszeit, können wir verringern. Etc. Also das heißt, da kann man auch Stabilität mit erhöhen. Wir können hier sagen, Crew-Kapseln sollen erwecken oder erst Arbeitskräfte, das gibt dann aber ein Minus. Dann Krankheiten sollen die Leute beengt werden auf der Station und so weiter. Also wir können hier so ein bisschen spielen mit einzelnen Faktoren. Hungernde Bevölkerung darf bei daheim bleiben, ja. Dann Abfall, wir wollen den Abfall verwerten oder beseitigen, muss dann aber in Hallen gelagert werden. Jetzt gerade würde ich einfach mal sagen, weil das hier eigentlich keinen Nachteil hat, wir hauen einfach mal Propaganda raus. Also, neues Dekret erlass, Propaganda intensiv in Sektor 2, Effekt Stabilität plus 2, ein Dekret alle 15 Zyklen erlaubt. Nach der Auswahl dieses Dekrets musst du 10 Zyklen warten, ehe ein anderes Dekret in Sektor 2 ausgewählt werden kann. So, wir machen das jetzt erstmal und dann werdet ihr gleich sehen, sind die hier gar nicht mehr so unglücklich in Sektor 2. Und das spielt uns richtig in die Karten, weil dann geht das hier hoffentlich mal wieder ein bisschen hoch. Jetzt halt Strom das nächste große Ding, ja. Oh, hier ist scheinbar was fertig. So, Zusammenfassung der Informationen über die Tiaki-Station. Der abgesperrte Raum war für den Einsatz biometrischer Daten konzipiert und ließ sich nur in Anwesenheit von
Ulixis öffnen. Er enthielt große Mengen an Ressourcen, die für das Überleben der Stationsbewohner notwendig waren. Die Protokolle konnten für den Fall einer Revolte des Personals erstellt worden sein. Neue Technologieverbesserung. Verbesserung. Einklappbare Rahmen freigeschaltet für Halde Klein. Was auch immer das bedeutet, das gucken wir uns mal an. Wahrheit für Extraktion. Forschung, Kapseln und Chips. Das ist schön. Verlasse die Station. Sehr gut. Wirklich gut. Hat sich gelohnt. Hätte ich nicht gedacht. So, hier möchte ich jetzt nochmal so ein Ding bauen. Wirklich gut. Schwein gehabt. So, ach so, Forschung. Wir machen gerade gar keine Forschung. Forschung ist wichtig. Ich würde gerne jetzt die... Ja, was wollte ich denn als nächstes haben? Ich hätte gerne, glaube ich, die Zellenquartiere. Dann können wir diese Häuser, die da überall rumstehen, endlich nutzen. Das nutzen wir als nächstes. Wir warten eh noch, weil man kann eh nichts bauen unter 60. Also wir brauchen immer 60 Forschung und die eigentliche Forschung geht relativ fix. Also ich warte jetzt erstmal. Vielleicht ist bis dahin was anderes und dann können wir nochmal umswitchen. Das so zu verbauen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Was ist hier los? Diese Halde war während der letzten Zyklus nicht in der Lage, eine Ressource in einen anderen Sektor zu verschieben. Warum nicht? Weil es hier voll ist. Okay, kein Problem. So, aber jetzt ist die Frage, was hat denn diese Forschung jetzt ergeben? Halde klein, Lager bis zu 100 Einheiten Ressourcen. Aber was haben wir denn da jetzt bekommen? Muss das jetzt hier irgendwie abgeholt werden? Okay, sammel erstmal deine Wissenschaft hier ein. Okay. So, und dann fliegst du mal zurück. Okay. Muss ja auch mal gewartet werden, der Kahn. So, hier sind die 43 jetzt drin. Warum der jetzt nicht vollgeschafft wird, das müssen wir uns mal anschauen jetzt hier. Also. Ach nee, Moment, habe ich jetzt nicht verguckt? Ja, habe ich mich verguckt. Also 42 sind auf Lager. Das ist gut, okay. Ist keins da. Landet alles hier drüben. Perfekt. Sehr gut. So wollten wir das haben. So, und das Dekret dauert noch. Okay, jetzt haben wir schon wieder das Essenproblem. Und jetzt müssen wir schauen, dass uns das jetzt hier nicht entgleitet. Wie sieht's hier aus? Wir haben ja Leute. Wir wecken ja immer mehr Leute auf. So. Und da müssen wir natürlich schauen, dass die nicht, also dass wir da nicht irgendwie zu viel haben. Dann hier 168 von 166. 24 von 140. Ich werde jetzt mal Arbeitskräfte von 2 in 6 schicken. Von 2 in 6 Arbeitskräfte. Nur Arbeitskräfte. Und zwar 15 Stück. So. Damit wir hier wenigstens auf mehr Arbeit kommen. Wir schauen mal. Also, wir haben hier Nachteile durch die Arbeitsbedingungen, durch das Verhältnis zwischen Verlust und Plus. Also hier müssten viel öfter Leute reinkommen. Ja, und dann die permanenten minus 2 durch Tod der Erde und durch langen Aufenthaltsort im System. Aber da können wir jetzt nichts dran ändern. Erst wenn wir fliegen. Und das will ich jetzt eigentlich gerade noch nicht. So, jetzt ist hier gleich Strom hoffentlich fertig.
Ja, komm. So. Jetzt wird draußen gebaut. Da. Der gelbe Strahl, wenn der voll ist, ist unser Stromproblem erstmal im Griff. Dann müssen wir nicht so knapsen. So, wir hätten wieder eine Sonde. Eine Sonde. Schauen wir, fliegen wir mal ein bisschen rum und gucken mal. Nochmal Eisen. Das nächste große Ding werden Computerchips werden. Da können wir schon mal schauen, dass wir uns die Fabriken setzen. Wie das aussähe, wenn das jetzt hier wäre und die hier drüben. So, dann könnte man die mal rumnehmen. So, und die nächste Polymer würde hier oben hinkommen. Könnte man die auch hier oben nebeneinander machen. Ich gerade. Hier und... Ne, das würde schon gar nicht gehen. Selbst wenn die... Wenn das Datenzentrum nicht dort wäre. So. Population transfer complete. Okay. So, 1,4 sogar gerade. Oh, richtig gut. Also das war, ist glaube ich eine gute Sache. Wenn wir gleich, wenn das Dekret fertig ist, dann sollte auch A probe has completed its scan. Okay, die Sonde hat gescannt hier. Dann fliegt jetzt der Miner gleich hin. Vielleicht ist es besser, hier nochmal eine Stromfabrik hinzupacken. Zu wenig Häuser in Sektor 2. Das liegt an was? Das liegt daran, dass hier tatsächlich viele gute Arbeitskräfte sind. Ich möchte hier gerne nochmal 10 hinschicken und hier nochmal 10. 10 von 2 in 1. Nur Arbeitskräfte. Und 10 von 2 in 6. Nur Arbeitskräfte. So, und dann sieht es hier wie folgt aus. Dann kann man jetzt nochmal hier nochmal 30 normale Menschen hinschicken. Von 2 in 1. Nur Nicht-Arbeitskräfte. Die wohnen dann nämlich jetzt da drüben. So, und dann sieht das hier echt gut aus. An accident has occurred in the Tycoon. Ein Accident. Aber eigentlich können wir tatsächlich gerade zufrieden sein. Läuft hier gerade wirklich gut. So, die Kalypso könnte nochmal darüber fliegen. Vielleicht kann man da nochmal was machen. Vielleicht kann man den Baum doch nochmal sprengen. Ah, Strom ist da. Wir haben den Strom. Da ist er. Großartig. So, dann können wir jetzt mal uns hier nochmal unser Stromding angucken.
Und können nämlich noch mal ein paar Sachen in Betrieb nehmen hier. Warning. A sector is being overworked. Na? So sähe das dann aus, glaube ich. Den noch. Den noch. So, das ist jetzt alles, was wir haben und was funktioniert. Und was Strom braucht. Ist jetzt in Betrieb genommen. Nee, stimmt gar nicht. Hier das mal. Und hier können wir jetzt auch nochmal Dekret raushauen. Da machen wir auch nochmal plus 2. Oder brauchen wir hier was Sinnvolleres? Wer ist hier wütend? Warum sind die wütend? Okay. Die sind einfach rund und zufrieden. Wir hauen hier mal ein bisschen Propaganda rein. So. In Sektor 1 sind viele krank. So. Aber es läuft grundsätzlich gerade sehr gut. Wie sieht es mit dem Wohnungsmarkt aus? Eigentlich gut, wir haben es im Griff. Wir haben das tatsächlich im Griff. Ich würde dann auch gleich mal dafür sorgen, dass hier nicht groß, also dass hier nicht zwei arbeiten, sondern dass der eine mal pausiert. Ach so. Und man kann hier mal. Man kann das mal so machen. So, dann wächst das nämlich nicht so schnell, aber es wächst. So, und hier holen wir uns jetzt mal ein Müll hin oder Wasser. Dann kann man nämlich langsam mal anfangen. Population transfer complete. Ja, sehr gut. Was jetzt ein bisschen blöd ist, die Wohnungen können wir jetzt erst in der neuen Welt tatsächlich bauen, weil wir hier nirgendwo mehr Forschungspunkte bekommen, so wie das aussieht. Also heißt es jetzt abbauen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir jetzt schnell hier Sachen abbauen, um hier verschwinden zu können. So, hier packen wir Silizium ein. Nee, Quatsch. Müssen wir noch so ein Ding bauen. Fällt mir gerade so auf. Damit wir sie nicht zum Abbauen. Population transfer complete. Sehr gut. Sektor 6 wird immer noch gemeckert. Weil hier 132 Leute gebraucht werden eigentlich. Müssen wir da nochmal welche rüber schicken. Also, wie viel passen denn da noch hin? Können ja gar nicht mehr so viele aufnehmen. 10 noch. 10 Leute können da noch hin. Von Sektor. Wo? Von Sektor 2 in Sektor 6. Arbeitskräfte. Haben wir mal 20 und dann schicken wir 10 von den Nicht-Arbeitskräften wieder zurück. Von Sektor 6 in Sektor 1. 10 Nicht-Arbeitskräfte. So. Und hier sieht es noch ganz okay aus. Und hier ist jetzt richtig okay. Okay, gut. Also ihr seht, das ist so ein richtiges Hin- und Her-Gebastel alles hier. Man muss alles umfangen. Muss man
Alles in Gefahr. Okay. Also, ich finde, jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist hier wieder eine Folge zu Ende und ich würde es dann für heute Abend auch gut sein lassen. Für mich jetzt, weil es ist jetzt schon wieder recht spät. Also, wir haben wirklich einiges dazu gewonnen. Ich möchte jetzt gucken, dass wir hier schnell alles nach Möglichkeit abfarmen und dann in die nächste Galaxie springen. Das jetzt hier so möglichst lange noch am Laufen halten, dass sie mir nicht an die Gurgel gehen. Schauen, dass wir mit den Dekreten jetzt hier ein Plus generieren und dann, wie gesagt, springen. Und ja, hier sieht es ganz gut aus. Hier haben wir noch einiges zu tun, kann noch einiges abgearbeitet werden. Und ansonsten sieht es hier auch ganz gut aus, stromtechnisch. Mal schauen, dass wir den nächsten vielleicht noch hier mal ansetzen, dass das dann nicht ganz so eng wird. Wobei noch 25 übrig sind, das ist schon echt gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine von den Fabriken, Elektrofabriken hier in Betrieb nehme, dann wären die 25 weg. Hm. Ja, das sind so Sachen. Und da, wo viel produziert wird, passieren auch viele Unfälle. Das heißt, die Krankenhäuser sind eigentlich... Oh gut, das geht jetzt hier. Aber hier sah es vorhin schon schlimmer aus. Wo ist es? Da oben. Und hier drüben auch. Das hier ist eigentlich immer am schlimmsten. Ja, so, hier. Und da wäre ein zweites vielleicht schon mal nicht schlecht. Müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt alles hinkriegen. Ja. Okay. Das könnten wir eigentlich schon mal in Auftrag geben. Aber dann brauchen wir wieder Arbeitsleute und so. Da haben wir jetzt gerade noch nicht. Wie viele Leute sollen da rein? 5 Stück. Ja. Das sind eh schon Überstunden. Das ist immer so tricky, tricky, tricky. Okay, aber genug geschwätzt. Vielen Dank. Was ich nochmal sagen wollte. Lasst gerne ruhig mal ein Follow da. Oder mal einen Kommentar. Was ihr vielleicht auch anders gemacht hättet und so. Ich bin gerne für alles offen. Ich freue mich immer über alles, was ich lese und höre. Ja? Also lasst mal gerne was da. Lasst mal was von euch hören. Wie findet ihr das, was ich hier mache? Und ja, ansonsten wünsche ich euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Tschüss!